So. Hallo, hallo Christoph. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste. Donnerstag. Auf einen Donnerstag. Guten Morgen, Dustin. Guten Morgen an die Regie. Ja, Aktien-Roundup. Heute quasi der Market-Roundup einmal verkürzt mit einem Blick wirklich auf einen Titel. Ich habe es ja am Dienstag schon mal angekündigt, dass wir heute einen Blick werfen auf ein weiteres Unternehmen. Ein Blick diesmal auf John Deere oder Deere & Co., um es genau zu nennen, mit John Deere als Hauptmarke. Und das wird heute Thema sein. Und ja, wenig Vorgeplänkel, würde ich sagen. Wir starten direkt mal rein und wir starten mit einem Blick auf den Chart, weil das lohnt sich tatsächlich bei dem Titel ganz gut. Wir haben, und ich habe mal hier in blau markiert, das letzte Mal drüber gesprochen, über John Deere im Mai letzten Jahres, also circa 1,5 Jahre jetzt her, und wir sehen, so richtig viel getan hat sich zumindest im Aktienkurs seither noch nichts. So eine leichte Auf- und Abbewegung. Aber wenn wir uns nochmal so diesen langfristigen Trend hier ansehen, und das ist der Boden, den man hier über die Kerzen sehen kann, ganz gut, dann sehen wir, dass wir so langsam hier in so eine Phase der Entscheidung, kann man so sagen, laufen. Die Raupe, genau, kriegt den Berg hier hoch. Genau, also man sieht zumindest, irgendwie müssen wir uns so ein bisschen rein, ja, von der Trendlinie und von der Widerstandslinie so langsam in so einen Zylinder laufend entscheiden, wo denn die Reise irgendwie hingeht. Und wir sehen das auch tatsächlich ganz gut, wenn wir uns diesen Bereich angucken, seitdem wir ein bisschen was länger gefangen sind. Also eigentlich sind wir ja hier in diesem Corona-Hoch hochgelaufen, sind dann hier ein bisschen eigentlich nach oben ausgesprungen, und seitdem befinden wir uns ja eigentlich irgendwie hier in diesem Bereich oben mit diesem Widerstand, mit dieser Trendlinie, die sich dann nach oben bewegt. Also immer noch ein positiver Trend, der aber so langsam, zumindest rein technisch gesehen, sich irgendwie mal in den nächsten Wochen entscheiden muss, ob er denn nach oben ausbricht oder zumindest diese Trendlinie verliert. Und ich glaube, rein technisch gesehen zumindest ein Titel, den man sich gerade nochmal angucken sollte. Was wir nämlich sehen, obwohl sich der Aktienkurs nicht so richtig viel nach oben oder unten bewegt hat, was sich halt nach oben bewegt hat, und das habe ich immer reingehunkt, sind halt die Dividenden. Also die Dividendensteigerungen sind immer weiter nach oben geklettert, und seither hat man, wenn man investiert hatte, in der Vergangenheit auch immer wieder steigende Dividendenrenditen zur Verfügung gehabt. Und ich springe nochmal zurück. Was wir ja auch sehen, ist halt, dass die Dividendenrendite wirklich nicht besonders hoch ist. Wir haben ja ungefähr 1,3%. Ich habe mit dem Kopf zur Seite gesehen, sehen wir es auch tatsächlich hier. Das heißt, wir haben keine gigantischen Dividendenrenditen, aber welche, die halt höher mitlaufen, und insbesondere die auch höher mitlaufen, wenn sich der Kurs ja gerade nicht wirklich groß nach oben oder unten bewegt, dann nähert sich die Dividende gerade immer so treppchenweise einer höheren Rendite quasi an. Also rein technisch gesehen ganz interessant. Schauen wir mal fundamental drauf. Was macht nochmal John Deere für alle, die vielleicht noch nicht beim letzten Mal dabei sein oder dabei waren? 1837 gegründet, beziehungsweise in 1837 liegen die Wurzeln, also richtig, richtig alt, kann man sagen. Damals hat das noch weniger was mit Traktoren so richtig zu tun, wie kann man sich vorstellen. Es ging damals um Stahlflügel, kann man sagen. Die waren bisher aus Holz. John Deere ist auf die Idee gekommen, hey, wir machen sie doch mal aus Stahl. Und da der Boden in seiner Gegend sehr, sehr hart war, war das total der Verkaufsrenner. Mhm. Er konnte große Mengen absetzen für die damalige Zeit. Und er hat sich damit eigentlich so den Standard aufgebaut, um dann 1870 auch dieses Unternehmen zu gründen, ist dann immer mehr und mehr in diese Landwirtschaftsmaschinen gekommen. Wir haben letztes Mal also über die Anfang war das Pferd da, muss man ja ganz klar sagen. Der Flug war am Pferd, und später hat man irgendwann das Auto erfunden und dachte, man, dann kann man das ja auch an den Traktor ranhängen wahrscheinlich. Genau, er ist auch dann relativ früh, kann man so sagen. Also er hat ja 1837 diese Erfindung gemacht, also ist dann auch noch in den 19. Jahrhundert gestorben, aber es wurde halt dann weiterentwickelt. Also die Tradition ging weiter, auch so ein bisschen die Führungsideen gingen weiter, bis dann ins 20. Jahrhundert rein, es kamen die Traktoren dazu. Man hat sich damals so einen Namen gemacht, dadurch, dass man gesagt hat, in den Krisenzeiten, hey, für die Bauern, stellt mal gerade eure Zahlungen ein, guckt erstmal, dass ihr überlebt, und ihr könnt uns danach wieder weiter bezahlen. War dadurch natürlich ein total beliebtes Unternehmen, hat sich so für Generationen eigentlich einen positiven Namen gemacht, und das hat sich eigentlich so über die letzten Jahre weitergezogen. Also man ist dann in den 60er Jahren wirklich noch größer geworden, noch stärker mit der Markenpräsenz geworden, dieses grüne Logo ist präsenter geworden, man ist dann aber auch immer mehr und mehr in weitere Bereiche eingestiegen. Rasen wurde ein großes Thema, Golfrasen
Gasbremsen wurde ein großes Thema. Es gab kleinere Traktoren, größere Traktoren, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und wie gesagt, also alles, was mit Beackern, Trimmen und so weiter zu tun hat, ist bei John Deere genau richtig. Genau. Wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr sehr stark über dieses autonome Traktor oder diese autonomen Traktoren gesprochen, die es auch gibt, quasi, mit denen man dann jetzt autonom sein Feld irgendwie befahren kann, voll elektrisiert. Also es geht alles so in die Richtung, ich mach mein Feld oder beacker mein Feld gar nicht mehr mit damals Handkraft, dann irgendwie mit Pferden oder sondern es läuft gerade alles automatisch in Zukunft. Automatisierung aus, genau. Und auf Digitalisierung wahrscheinlich auch, dass man absolut, genau absolut die Spuren fährt und so weiter. Genau, das ist so John Deere, so ein bisschen die Historie und wo das Ganze eigentlich herkommt, warum wir es das damals angeguckt haben, um das nochmal zu verdeutlichen. John Deere ist halt im Agrarmarkt sehr aktiv und wir haben am Anfang der Woche ja über Caterpillar gesprochen, die auch sehr stark im Baumarkt aktiv sind und beides überschneidet sich so ein bisschen, während aber Caterpillar wirklich eher diesen großen Teil in den Baumaschinen hat, sind wir hier wieder im größeren Teil von diesen Landwirtschaftsmaschinen. Und beides letztlich Unternehmen, die auf Trends drauf sitzen. Einmal der Rohstofftrend, das wird genau, die seltenen Erden von wo, was auch immer, und jetzt hier der Landwirtschaftstrend, der ja nun, wie man hier schon sieht, mit der Weltbevölkerung direkt zusammenhängt. Genau so ist es, weil 1804 haben wir gesehen, 1 Milliarde an Bevölkerung. Wir sind jetzt hier im 2023, wir wissen, wir sind über 7 Milliarden und es soll halt weiter wachsen, auch wenn die Zuwachsraten hier wieder sinken. Natürlich, dieser Boom ist vorbei, so richtig super viel Platz ist vielleicht nicht mehr, dass wir uns nochmal verzehnfachen können gerade. Wir sehen auch nochmal, woran das vielleicht liegen kann. Aber wir sehen natürlich auch, dass Menschen ernährt werden müssen und immer effizienter ernährt werden müssen. Und das wird nochmal deutlicher, wenn man sich wirklich die Zuwachsraten anguckt in den nächsten Jahren. Also Afrika hat natürlich noch extremes Potenzial, man sieht, wie groß Afrika ist und wie wenig dicht besiedelt dort das Land ist. Wir haben Asien sehr stark im Fokus, die natürlich jetzt mit Indien so den nächsten gerade Boomer haben nach China, die ja so langsam ihren Zenit finden, zumindest nach Projektionen. In Europa tut sich jetzt auch nicht mehr viel, Nordamerika tut sich so ein bisschen was, aber tut es jetzt auch nicht mehr so viel. Was aber noch ein bisschen relevanter ist, ist halt das, was wir hier links sehen, und zwar muss immer ein Landwirt mittlerweile immer mehr und mehr Menschen halt ernähren. Also früher war es so, dass halt auf 1960 auf einen Landwirt 17 Menschen gekommen sind. Mittlerweile sind wir auch bei 156. Also es wird größer, man muss es effizienter nutzen, man muss es die Produktivität hochhalten und ja, da passen natürlich moderne Landwirtschaftsmaschinen zu und die sind jetzt nicht mehr so einfach zu produzieren. Also wer diese Traktoren und Mähdrescher und alles mal von der Nähe gesehen hat, der weiß, das sind halt riesige Monster und auch technisch halt mittlerweile sehr stark ausgestattete Monster, die man dort hat. Also die können von der Analyse schon während des Fahrens bis hin zur automatischen Säung dieser Körner sehr, sehr viel, kann man sagen. Und Ackerland gibt es auch nicht mehr, das sehen wir hier. 3% Ackerland von der Gesamterdfläche. Das heißt, irgendwie müssen wir gucken, dass diese Flächen halt effizienter genutzt werden. Und das ist halt der Trend, auf dem quasi John Deere gerade oben drauf setzt und von dem man eigentlich auch die nächsten Jahre sehr stark profitieren möchte. Ein bisschen deutlicher sieht man es zwar hier nochmal, dass die Ackerfläche pro Kopf halt nochmal zurückgeht und die Bevölkerung zunimmt. Es ist aber der gleiche Trend, der sich halt wirklich gerade darin kanalisiert, dass man in den nächsten Jahren ungefähr 5% wachsen möchte, so ab 2023 bis 2028 hochgerechnet, also in den nächsten 5 Jahren immer so um die 5% dieser Markt wachsen möchte. Was man aber halt gerade als zusätzlichen Trend sieht, und davon profitiert John Deere gerade halt überproportional, ist, dass die Preise für Agrarprodukte halt gerade extrem in die Höhe schnellen. Also was irgendwie nicht verwunderlich ist. Genau. Also mit all dem, was du davor gesagt hast, kann man sich darüber streiten, wo vielleicht noch Ursachen liegen, dass die Lebensmittelpreise hochgehen. Aber wenn die Landmasse immer weniger wird und die Menschen mehr werden, ist doch klar, dass die Preise dann entsprechend steigen. Weil das Gut wird rar, langfristig gesehen. Es ist so, das Gut wird rar und wir haben gerade einen Krieg in der Ukraine. Man sagt ja immer so ein bisschen die Kornkammer, auch so der europäischen Welt. Wir haben Dürren, insbesondere auch in den USA, also viele Bereiche, wo nicht so viel und nicht so gut gewirtschaftet werden kann, wie vielleicht in der Vergangenheit. Und das sieht man hier halt auch ganz gut in diesem Preisindex. Wir merken es, alles wird teurer und das kommt halt auch alles nicht von irgendwoher, sondern halt auch von all diesen Effekten. Diese Effekte sind für uns vielleicht als Konsumenten eher negativ zu sehen, für John Deere jedoch positiv, denn ja, hohe Agrarpreise führen nun mal dazu, dass viele Bauern tendenziell auch
die zumindest eine gute Ernte einfahren konnten, viel Kapital haben, viel Geld, was sie investieren können. Ja, und das investiert man natürlich, wenn man als Bauer, als Unternehmer denkt, am ehesten wieder in neue, effizientere Maschinen. Man nutzt also gerade das Momentum und davon, muss man ganz klar sagen, profitiert John Deere gerade überproportional. Und ja, dadurch waren auch die letzten Quartalszahlen, die jetzt rausgekommen sind, wieder sehr gut und auch das letzte Jahr, kann man so sagen. Damit so ein bisschen genauer zu John Deere einmal. Man hat drei große Bereiche, kann man sagen, in denen man aktiv ist. Smart Turf und Smart Agriculture. Also ich habe gerade eben von den Rasen, vom Rasen gesprochen, von der Rasenpflege, von den, also da kann ich selber noch dabei sein, ich kann mir ein Rasenmäher von John Deere kaufen. Genau. Oder meistens das Aufsitzmäher schon. Das ist meistens so, die ganz kleinen haben die, glaube ich, gar nicht. Ja, ich glaube, bei Handbetrieb wird es eng. Es ist wirklich so Golfplatzgrößen, größere Gärten und so, die man da eher betreibt. Ist aber ein extrem großes Geschäft, kann man sagen. 13,4 Milliarden Dollar wurde damit verdient im letzten Jahr und ja, da kann man sagen, dass all das, was da drunter fällt, auch ein Wachstumsmarkt ist, der halt weiter beständig wächst. Ist vielleicht nicht das, woran wir als erstes denken. Da sind wir eher hier in dem rechten Bereich, wenn wir an diese großen Mähdrescher denken, an das, was wirklich auf den großen Feldern genutzt wird. Es ist tatsächlich auch der größte Bereich, 22 Milliarden Dollar quasi, die dort verdient werden. In diesem Segment, also fast 50% des Umsatzes, da sind auch diese autonomen Traktoren, die wir gesehen haben, runtergebracht. Und wenn wir hier in der Mitte das sehen, da sind wir wirklich da in dem Bereich, der sich am stärksten auch mit Caterpillar, die wir uns angeguckt haben, sich überschneidet. Denn hier geht es ja um diese richtigen Forst- und Forstwirtschaftsmaschinen und auch um Bau und Bau, also auch so richtige Straßenraupen, wie wir die kennen, Fräsmaschinen, all das fällt darunter. Auch ein großer Bereich und auch ein Bereich, der halt stark gewachsen ist. Infrastruktur, Infrastrukturprogramme sind da auch ein großes Thema, was dem Unternehmen gerade in die Karten spielt. Ja, Infrastruktur ist ja grundsätzlich auch ein Thema, was mit mehr Weltbevölkerung grundsätzlich ausgebaut werden muss, verändert werden muss, erweitert werden muss und so weiter. Genau, ein weiterer Trend quasi, auf dem John Deere drauf sitzt und wir sehen das ganz gut, wie das Ganze aufgeteilt ist. Also wirklich der Großteil kommt noch aus diesem klassischen Landwirtschaftsgeschäft, aber man ist doch irgendwie ganz gut diversifiziert hier in den Bereichen. Man sieht auch, wie die Entwicklungen der Bereiche waren. Also wenn wir 2018 noch hier bei 13, 10 und 10 Milliarden waren, sind wir jetzt bei 22 Milliarden, was wirklich diese Agrarwirtschaft betrifft und 13 Milliarden und 12 Milliarden darunter. Also wir sehen, was insbesondere halt dieser Agrarbereich für eine Boomphase hat und wie viel Umsätze halt daraus geschöpft werden können. Das wird nochmal ein bisschen deutlicher, wenn man auf die letzten Quartalszahlen guckt. Wir haben ja mal unseren Snapshot beigebracht. Wie gesagt, 1,3% Dividende, 116 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, 82.000 Mitarbeiter. Also es ist wirklich ein Riesenunternehmen. Ich meine, 116 Milliarden. Auch die Erwartung dazu, ne? Also solche Maschinen sind wahrscheinlich... Genau. Die Hälfte oder ein Großteil des Geschäfts macht bestimmt auch die Wartung dieser Maschinen aus. Genau, es ist ähnlich wie auch bei Caterpillar Anfang der Woche gesagt, diese Maschinen müssen gewartet werden, regelmäßig gewartet werden, die sind viel im Einsatz und die kann nicht jeder warten. Also man kann nicht zu einer unabhängigen Werkstatt so einfach gehen, sondern man braucht schon ein gewisses Know-how, insbesondere umso komplizierter es wird. Beim Rasenmäher geht es vielleicht noch, bei diesen großen Mähdreschern traut sich das wahrscheinlich nicht jeder zu. Und natürlich, das ist so ein Business, wo man jetzt auch ein bisschen aus dieser Zyklik versucht, sich herauszuarbeiten, um besser projizierbare Umsätze auch in der Zukunft zu generieren. Wie gesagt, letztes Quartal 17,4 Milliarden Dollar Umsatz, 3 Milliarden Dollar Gewinn. Also trotz eigentlich ein sehr kapitalintensives Geschäft, obwohl es ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, haben wir 40% Crossmarge, 16% Profitmarge. Und wir sehen hier schön die positiven Wachstumsraten. 30%, 36% nach oben. Cashflows auch wieder in der positiven Richtung, nachdem man sehr viel auch in Produktionsstätten quasi investiert hat. Was man aber auch ganz klar sehen muss, und das ist ja klar, es ist ein ähnliches Spiel, auch wie bei Caterpillar, Preissetzungsmacht war hier ein großes Thema. Also dadurch, dass die potenziellen Käufer gerade eine hohe Kaufkraft haben, kann John Deere auch gut die Preise weiter diktieren und auch setzt das eigentlich auch um. Also ein Großteil davon kommt auch wirklich daher, dass man die Preise erhöht, nicht nur unbedingt aus erhöhter Nachfrage. Was natürlich nicht schlecht ist, weil man auf der einen Seite durch diese Preissetzungsmacht nochmal ein bisschen mehr verdeutlichen kann, dass man nicht so gut ersetzbar, nicht so gut substituierbar ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass
das vielleicht nur eine Momentaufnahme ist. Und das ist so ein bisschen das, warum die Aktie jetzt auch nicht nach oben geschossen ist, sondern eher nochmal einen Tick wirklich nach unten gegangen ist, trotz der sehr positiven Quartalszahlen, weil man dann doch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung hat, dass man ja in den zukünftigen Quartalen zumindest, was die Preise und die Preissetzungen auf dem Peak sich befindet. Und ja. Ja, dass man so ein bisschen Angst hat, dass natürlich dieses sehr positive Momentum sich nicht weiter durchsetzen kann oder durchsetzen wird und ja auch die Bauern vielleicht nicht langfristig im Geld schwimmen und ja, dass man eigentlich auf so einem Superzyklus ist, der sich gerade so ein bisschen abflacht. Nichtsdestotrotz, und das sehen wir hier, hat sich die Aktie langfristig gesehen sehr positiv entwickelt. Also in den letzten 10 Jahren haben wir durchaus eine positive Entwicklung hier und wir sehen auch in dem orangenen Chart, dass die investierten Dividenden sich so langsam auch von dem Graphen lösen, also man so langsam auch wirklich einen Effekt dadurch hat, dass man die Dividenden hier zusätzlich reinvestieren würde. Der Kurs stagniert, wie gesagt, so, wir haben es gerade eben nochmal hier im Chartbild gesehen. Wenn ich es nochmal raushole, wir sehen es halt hier, wir sind in so einer Seitwärtsbewegung so seit eigentlich 21 schon so richtig, dann ging es noch mal ein bisschen stärker nach oben und unten und jetzt wird der Kanal gerade so ein bisschen enger und ja, man muss sich eigentlich entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Genau, grundsätzlich, das Unternehmen ist nicht zu teuer bewertet grundsätzlich, also mit KGV von 14 bei den Wachstumsraten, gerade unten, da hast du gerade noch davor gesessen, Dividendenwachstumsrate durchschnittlich letzten 5 Jahre von 9%, ist ja. Also auch ganz ordentlich. Und spannend, was ich auch spannend finde, ist diese Grossmarge von fast 40%. Das ist für so ein materialintensives Unternehmen auch absolut wirklich nicht schlecht. Man muss ja immer dran denken, in so eine Maschine geht auch viel an Rohstoffen rein. Liegt wahrscheinlich das halt eben auch, wie du schon sagst, an der Preissetzungsmacht, aber selbst mit einer 30% Grossmarge ist das immer noch ein sehr gutes Geschäft. Ja, absolut. Also sehr kapitalintensiv. Wir kennen das ja von der Autobaubranche und so. Und das ist nicht weit wahrscheinlich weg, sondern da braucht man viel Know-how, viel Technik, viel Rohstoffe, die da reinfließen. Und es stimmt auch, was du gerade gesagt hast, wenn wir auf das KGV blicken, das ist jetzt gerade nicht zu teuer, während sich das hier so ein bisschen nach oben entwickelt hat. Man hat also wieder so ein bisschen die Bewegung nach der Zukunft auch oder die Steigerung, die in Zukunft auf uns zukam, ein bisschen vorweggenommen. Sehen wir, dass sich das Ganze doch wieder eigentlich im historischen Mittel gerade befindet, also wir gar nicht zu teuer oder ja, gar überteuert sind. Natürlich die Frage, ob kann man das langfristig halten, diese etwas höheren Preise. Falls es der Fall ist, wird sich das KGV wahrscheinlich eher wieder nach oben bewegen, weil wir doch uns ja auf einem eher fallenden Ast hier befinden. Wir haben jetzt wieder gute Quartalszahlen gehabt. Hier sehen wir es auf Jahresbasis. Also sind wahrscheinlich noch mal eine Ecke tiefer. Wir haben es ja hier gesehen. Also wir haben das KGV aktuell über 14. Also es ist tatsächlich hier so ein bisschen im Mittel. Und natürlich sind wir in der Vergangenheit mehr gesprungen. Wir haben das gesehen. Aber seit dem Jahr 2000 bewegt man sich eigentlich in dieser Range eher mal so ein bisschen drüber. Dann hatte man Jahren der Flauten, die wir auch kannten hier um die 2010, 2015er Jahre. Und danach ging es eigentlich hier nur so ein bisschen bergauf. Und es ist genau so, wie du gesprochen hast, eine Frage der Tendenz der Zukunft. Man managt sein Business aber gut. 40% Grossmarge ist definitiv eine Hausnummer für so ein kapitalintensives Geschäft. Genau, Landmaschinen sind natürlich Investitionsgüter, deswegen wahrscheinlich auch relativ zyklisch. Das heißt, in Abschwungphasen wird es schwieriger sein, solche Investments zu tätigen. Trotzdem, das unterliegende Geschäft, also Lebensmittel und Agrar allgemein, ist wenig zyklisch, denn essen müssen die Menschen eigentlich immer. Man kann sich natürlich noch entscheiden, ob man Luxus-Lebensmittel zu sich nimmt oder nicht, aber die Basisversorgung der Menschen ist eben ein wenig zyklisches Gut, denn natürlich die Preise können sich hoch und runter entwickeln, aber grundsätzlich sind da andere Faktoren, zumindest auf lange Sicht gesehen, ist es wenig zyklisch. Natürlich kann Ernteausfälle geben, dann hat man andere Preise und so weiter, aber es ist jetzt wenig zyklisch, was das Grundgeschäft angeht. Jedes Jahr müssen Felder bestellt werden, jedes Jahr müssen Felder geerntet werden und so weiter und irgendwann muss man auch Maschinen warten oder austauschen. Genau, und das ist das, was du gesagt hast, auch im ersten Schritt. Jedes Jahr muss was getan werden. Bauer sind jetzt nicht mehr so die Kleinbauern, die man vielleicht von früher kennt, sondern es sind richtige Unternehmen, die dort agieren. Und diese Unternehmen legen Wert auf Effizienz. Man plant für die Zukunft. Und neuere Maschinen sind nun mal tendenziell effizienter. Und nach und nach muss man immer wieder sich in den neuen Marktbewegungen anpassen. Und das sehen wir auch hier. Das ist eigentlich unser erster Pro-Punkt. Es ist nicht nur Maschinerie, sondern auch Software, die mittlerweile in diesen Geräten steckt, die besser düngen können, die die Felderbestellung effizienter gestaltet. Und ja, das ist ein positiver Arm, den John Deere quasi hier auch zukünftig generieren kann. Wir haben eine lange Unternehmensgeschichte, eine sehr starke Marke. Wir sind sehr stark in den USA verwurzelt. Die Konkurrenz ist da, aber sie sind deutlich hier Marktführer, kann man sagen.
Und man hat nicht eine große Masse an Konkurrenz, weil so einen Traktor entwickelt man auch nicht so einfach und bringt die mal schnell auf den Markt. Da hat man schon einen Sprung vor, kann man sagen. Und das sieht man auch hier so ein bisschen. Man hat zwar ein generell irgendwie zyklisches Geschäft, was den Konsum betrifft, aber essen muss man immer, bauen muss man meistens auch immer, auch Holz muss man irgendwie immer wieder abbauen. Also in all diesen Varianten hat man doch irgendwie sehr resilientes Geschäft unterliegend und mit denen arbeitet John Deere halt sehr, sehr stark zusammen. Was wir hier oben aber sehen, ist, dass man natürlich einen regulierten Markt hat, auf dem man aktiv ist, also bei dem man tendenziell auch mal schnell die Staatshand auf irgendeiner Ecke drauf haben könnte, dass, wo man sagt, ich spinne jetzt mal in einem übertriebenen Beispiel, in China möchten wir jetzt nur noch chinesische Traktoren auf den Feldern haben und deshalb stoppen wir da die Importe. Das ist etwas, was staatlich zumindest oftmals stark reguliert ist. Wie gesagt, ein extremes Beispiel, aber ist natürlich doch irgendwie vorhanden. Wir haben, wie gesagt, einen starken Fokus auf dem amerikanischen Markt. Das kann positiv, kann aber auch negativ sein. Falls es da zu größeren Problemen kommt in der Landwirtschaft, würde sich das natürlich auch auf John Deere irgendwie zurückspiegeln. Genauso andersrum, wenn es positiv läuft, würde sich das auch dort widerspiegeln. Und wir haben halt diesen geraden, guten Zyklus, zumindest was die Liquidität und die Bonität vieler Bauern betrifft, weil sie halt viel Kapital einnehmen. Und das spricht gerade für John Deere. Ihr kennt das Spiel. Ich starte mal die Umfrage. Auch hier können wir uns natürlich wieder entscheiden, ob wir das Unternehmen mit in unser Market Roundup Depot nehmen. Das befüllen wir also auch hier vom Donnerstag. Und ja, Christoph. Genau, Hans hat auch ein sehr spannendes Feedback. Also sagt, John Deere ist schon führend in vielen Bereichen der Landwirtschaft. Die Maschinen sind inzwischen online überwacht und John Deere meldet sich, bevor etwas kaputt geht. Also das ist so Predictive Maintenance, nennt man das im Englischen. Also dass man schon weiß, macht man auch bei Flugzeugtriebwerken zum Beispiel, weil da hängt es eben, ist auch sehr wichtig, dass die immer laufen möglichst und man vorher schon weiß, wenn da so langsam irgendwelche Vibrationen zunehmen, dass man schon sagt, okay, da müssen wir mal in die Wartung rein oder tauscht das schon mal ganz einfach mal eben aus, damit man, bevor man da irgendwie einen Ausfall hat. Aber es ist spannend. Genau, wer da sich so ein bisschen an die Unternehmen, die wir auch im Aktienbereich am Anfang analysiert haben, zurückerinnert, haben wir mal einen Blick auf SKF geworfen, die insbesondere auch diese Kugellager entwickeln, die genau diese Sensoren auch aussteuern. Also sieht man wieder, wie diese Branchen auch zusammenhängen. Genau, aber du wolltest noch was sagen. Genau. Also Hans sagt noch, das Teil ausgetauscht werden muss und es keinen Ausfall gibt. Genau, das ist sehr wichtig. Also Effizienz ist ja in vielen Branchen absolut wichtig und speziell da, wo man eben einfach nur dadurch wachsen kann, indem man noch effizienter, noch mehr rationalisiert, noch effizienter werden kann. Und ja, danke für das Feedback, Hans. Scheint so, als würde ich damit sehr gut auskennen mit dem Thema. Wir haben für jeden Bereich einen Experten. Genau. Also mittlerweile das Gefühl, jeder hat immer guten Input von der Seite. Absolut. Klingt sehr plausibel. Genau, damit sind wir am Ende. Was steht denn in der nächsten Woche an? Wir werden am Dienstag uns Hapag-Lloyd widmen im Market Roundup. Das heißt, Schifffahrtindustrie steht da ganz klar im Fokus. Wie gesagt, heute Nachmittag haben wir noch unsere Aktienwerkstatt, wo wir uns auch nochmal in der Bauindustrie so ein bisschen genauer einen Blick drauf werfen und das Ganze auch nochmal bewerten werden. Falls ihr da irgendwie Titel gerade habt, die euch noch mit in den Sinn kommen, schreibt sie euch auf, merkt sie euch bis heute Nachmittag. Wir werfen zusammen einen Blick drauf. Wie gesagt, nächste Woche geht's los mit Hapag-Lloyd. Dann haben wir auch noch nächste Woche Investmentwerkstatt, auch zum Thema Bauindustrie und Dienstag, wie gesagt, Donnerstag Aktien-Roundup wieder. Und da werden wir uns Nvidia angucken, nachdem sie jetzt auch wieder sehr positive Zahlen geliefert haben, um das Ganze auch nochmal einzuordnen. Das in der nächsten Woche, wie gesagt, heute Nachmittag nochmal Aktienwerkstatt. Wenn ihr spannende Titel habt, schreibt sie euch gerne auf. Wir werden in diesem Sinne, genau. Also und ansonsten Umfrage, John Deere, klares Ja. Du hast John Deere allen schmackhaft gemacht. Das ist sehr gut. Und dann bewerten wir das nochmal. Okay. In diesem Sinne, schönen Vormittag noch und bis später. Ciao.